Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Waffenkammer der Burg geplündert und einige tolle Sachen gefunden und Artillerie und Fatmans und da hinten fliegt ein Betibird. Beobachten wir den Betibird in seiner natürlichen Laufbahn. Okay. Ich warte nur auf, dass der irgendwo gegenfliegt. So wie immer. Aber anscheinend nicht. Ja, das Ding die ganze Zeit so stehen bleiben kann, ohne sich einen Millimeter zu bewegen, ne? Also, was geht? Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Okay, ach, da ist echt was, was ich jetzt hier bauen kann. Lass mal wieder, ich soll ja. Weil ich bin die ganze Zeit mit ihren Bausachen, ne? Ja, Spezial. Mit Artillerierauchkanone kannst du Artillerieangriff auf deine Feinde anfordern. Okay. Wow. Ich glaube, die Sachen hatte ich sowieso jetzt zum Glück. Also ist ja doch alles miteinander verbunden. Was? Auch die Sachen nicht, oder wie? Hi. Okay. Ich mach mal irgendwo stylisch platzieren. Zum Beispiel hier. Da muss auch noch jemand für signed werden. Stehst du da so nutzlos rum? Komm, du bist schon Schutz. Schutz ist zu wenig. Ist zu wenig hier. Yes, wo ist die Ironie? Kannst du direkt nur machen. Boah. Dann komm du eben her. Hier geblieben. Aber die waren sogar hier. Okay. Okay. So, jetzt kümmere du dich um das Ding hier. Was geht? Hi. Mann, Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Okay. Dann habe ich den nicht weggepackt. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Okay, lass mich aber erstmal da looten. Hier waren wir schon. Oder auch nicht. Ich habe schon gelootet. Hier waren die doch am Warten, oder? Beim ersten Treffen. So.
Ja, da waren jetzt so viele Sachen. Alte Waffen. Ich fand eine Rauchgranate ins Zielgebiet. Okay. Geh weg da. Lass mal gucken. Ich habe eine größere Explosion mir vorgestellt, aber okay. Sehr schön. Weil immer so lange dauert zu feuern, wird das recht unnützlich sein. So hat Gefühl. Preston hat das geliebt. Aufgepasst. Was brauchst du? Okay, ruhen wir uns kurz aus. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Alte Waffen. Ja, sie weiß wirklich, wie man die Dinge in die Hand nimmt. Was ich so gehört habe, ist das eine ziemliche Untertreibung. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Oh mein Gott, die wird irgendwann haben. sterben, Ich lasse oder? es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete Die ich jeden Hilfe an, Veteranen, der sie die sich gut benötigt, auskennen, dann sterben doch bringst immer du unsere Sache irgendwie. voran. Die Leute, die sich auskennen oder irgendwie so, die werden doch immer irgendwie verrecken. So, wir haben keine Mission. Ja, verteidige aber nicht die Farm. Die haben irgendwie dauernd Probleme, die Typen. Gut. Weiß ich nicht. Das können wir mal im nächsten Part machen. Ein bisschen die Story vorantreiben. So, ich nehme an, wenn ich die verteidige, kriege ich bei Preston ein paar Pluspunkte, deswegen machen wir mal schnell. Außerdem bin ich sehr kurz vorm Level Up. Sehr nahe an einem Level Up, meine ich. Also hoffentlich. Hoffentlich lebt Preston, was ich jetzt hier mache. Also will ich die verdammte Mission aus dem Weg haben. Sollte ich vielleicht ausnutzen, dass ich ihn jetzt dabei habe. So, könnt ihr mir mal sagen, warum ihr andauernd angegriffen werdet? Das ist doch nicht normal. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser? Blake? Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ah. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht. Waren nicht viele, aber sie haben eine Menge. Es Also, ist einzig üblicher. ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wären wir sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest. Ja. Früher hatte ich Angst vor Supermutanten, Ja, aber richtige dieses Verteidigungsanlagen. Ich habe Gefühl da dauernd hat sich verdrängt. Verteidigungsanlagen hier. Ja. Zack. 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 Ja, ich sage, dass der andere angegriffen Du bist wird. besser. Jetzt haben wir vielleicht sogar eine Chance. Halt besser die Augen auf. Sie dürfen uns nicht überraschen. Geht mich nichts an! Geht mich nichts an, was? Nein, nicht auf meine Versorger, die können sterben. Achtung! Jetzt geht's los! Au. Kommt sie nicht durch, hier ist ein Zaun. Keine Wahl. Ich glaube,
Willst du mich verarschen? Wir haben 3 Supermutanten. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Aber natürlich. Klar, schieß los. Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Ah. Danke. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Mittlerweile ist dir sicher klar, wie sehr mir die Minutemen am Herzen liegen. Ja. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Hm. Hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Hm. Wir sind die Guten. Wir geben unser Bestes. Und eine Menge haben wir dir als Vorbild zu verdanken. Also, was ich damit sagen will, ist, danke. Wie dem auch sei. Ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Jederzeit, Preston. Danke, Mann. Wir sollten dann mal besser weiter. Conny ist manchmal etwas harsch. Aber so, aufgepasst. Was gibt's? Was hast du sonst noch für mich, Preston? Nein. Ups. Früher hatte ich Angst vor Supermutanten. Okay. Haben wir ihn eine Lektion erzählt. Anscheinend nicht. Ja, warte mal noch. Das ist eine Railroad-Mission, aber... Hm. Ach, da waren wir noch gar nicht. Oh Gott, schon wieder da. Gehen wir da rein. Jetzt die Siedlung hier finden. Aber jetzt ist wieder eine aus dem Weg. Was haben wir echt noch Schwertlevel abbekommen? Prepare for the future. Das alle sehen doch normal aus, dann der Vault-Junge einfach so reingezeichnet. So, alle sind am Lachen, während im Hintergrund Explosionen sind. So. Gucken wir mal. Was so? Was? Nee. Der sich da selber abgibt. Boah, ich treffe die nicht. Boah, die Sterne der Burschaft ist echt schlecht. So ein Gunner? Nein. Na, warte, jetzt reicht's hier. Ich sag euch mal, wie man das macht. Oh. Was? Ausholen. Und wenn ich mal jemanden finden würde, schlagen. So, so macht man das. Gern gemacht.
Warum kann ich Aschehaufen nicht mehr untersuchen? Ich meine, die sind geschmolzen, ist klar. Was will ich da looten, aber trotzdem. Ja, den kann ich untersuchen. Es geht. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Kohle wie Papier. Cool Story. So der kurz nach oben und unten geflogen ist. Okay, weiter. Nee, verdammte, mit dem Quest hier machen. Aber ich das nicht mehr schaffe. Aber wenigstens die Siedlung entdecken. Was? So, das mit dem diesen Siedlungszeichen verschmolzen. Was ist hier? Ich werde noch meinen Level-Up haben, komm. Das wäre eine Kirche. Ich werde in der nächsten Folge mal die Story ein bisschen weitermachen. Jetzt hier damit anzufangen, wird sich nicht mehr lohnen. Kann der Bus explodieren? Nee, ne? Was ist das denn? Okay, vergessen wir die Minuteman-Mission, die werden wir nicht mehr schaffen. Was ist das? Du bist das! Ernsthaft? So eine Lasermuskete. Ich glaube ja. Aber die sind vier Gegner. Clint, hey, du bist hier. Wir sind hier. Okay. Warte, ich hole mir jetzt auch eine erhöhte Position. Der hat einen Raketenwerfer. Hey. Ich nehme mich noch mit. Bams. Voll den Raketenwerfer aus der Hand geschlagen. Na warte, obwohl das geht, glaube ich, nicht so weit. Preston hat das geliebt. Die Power Armor Station. Also. Schon irgendwie unfair, ne? Das Ding so betäubt. Komm, Skyrim. Ich hab. Der epische Kampf hier. So. Oh, mehr Gegner, Alter, was kommt denn hier schon wieder alles? Ist er immer noch hier? Was doch? Ich glaube, Preston mag es, wenn ich Gunner erlebe. Wie kann das sein? Ich bin ja nirgends so sicher. Wer? Was Preston? Nee. Mein Gott.
Legendärer, natürlich. Frisst das! So. Was ist denn hier? Alle Dinge. Ja, dann sind immer noch welche. Da ist immer noch einer. Tut mir einen Gefallen und Feig. Boah, ernsthaft. Ist er durch? Ist mich ja durch. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Boah, ehrlich. Ehrlich geil. So ein Scheiß hier schon wieder. Mann! Hey, ist das ein Scheiß? Hey, Junge! So viele Gegner schon wieder, ne? Dreck! Steck ich da bei dem Scheiß fest? So, einer nach dem anderen. Ist dich. Da. Geht weg, Mann. So. Jetzt du. Komm. Boah. Bleibst du? Alter. Das ist nicht normal. Tessas Holoband. Boah, echt. Greife Feind an. Tessas Holoband, okay. Ich werde wahrscheinlich keine Ruhe haben, das irgendwie mir anzuhören, aber. Alter, was ist denn das? Ich hab einen Raketenwerfer aufgenommen, oder? Nee. Boah, ich hab gerade mal so viel. Warum bin ich denn jetzt schon wieder so voll? So. Au, was? Warte. Besten geh weg. Bingo. Jetzt ist langsam so. Du willst aufs Maul? Okay, gebe ich dir. Und da ist auch noch einer. Was ist das? Oh. Das ist wirklich aber ein Level Up. Das ist das, was mich. Ja, froh stimmt. Alter! Verpisst ihr euch mal! Wenn da jetzt immer noch jemand kommt, ne? So, du, komm her! Friss das! Oh, oh, oh. Treffen überhaupt nicht. Oh mein Gott, ehrlich? Mein Gott.
Beweg dich doch. Wir gehen so runter, das ist das Problem. So. Er ist weg, hoffentlich. So. Einfach da nur hingehen und den looten erstmal. Da renne ich wahrscheinlich. Mann, hört auf hier, das wird so sprengen. Ich will halt looten. Nein, nicht die Melone. So, wo ist er? Ja. 451. Sag mal. Oh, Level up. T60, oh mein Gott. Kann ich schon wieder nichts tragen, ne? Egal, ich habe jetzt erstmal ein Level up. Und ich weiß nicht, was ich auflevel, deswegen arbeite ich mich hier ein bisschen vor. Ich will Ninja haben, das ist eine geile Fähigkeit. Um die zu erreichen, muss ich aber ganz viel Agilität haben. Ich habe nur zwei. Also Beweglichkeit meine ich. So, da ich das aber auch ein bisschen so auf dem Stand haben möchte, tue ich mal hier einen Punkt reinballern. Agilität, Beweglichkeit meine ich. Mann! Da brauche ich noch 1, 2, 3 Punkte, 4 Punkte und dann kann ich das hier nehmen. Super. So, jetzt werde ich wahrscheinlich einen Schnitt machen. Und weiß ich nicht. Ja, ich werde einen Schnitt machen und hier einfach flüchten. Dann irgendwann später nochmal hinkommen. Ich wollte einfach nur den seine Power Armor haben. Ich hoffe, Preston kommt gleich irgendwie noch so vorbei. Dann werde ich die ganze Sache erstmal wieder weglagern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.